Mein Name ist Michael Zellner. Ich leite die urologische Abteilung in der Johannesbad-Fachklinik in Bad Füssing. Es ist eine Spezialabteilung zur Behandlung und Rehabilitation von Patienten nach vor allem großen Tumoroperationen. Bei uns im Haus werden auch Patienten nach orthopädischen Erkrankungen behandelt, Schmerzpatienten, und wir haben eine Abteilung für psychosomatische Medizin im Haus. Wir verwenden seit einigen Jahren die Annulationstherapie im Rahmen eines ganzheitlichen Therapieansatzes, vor allem bei den Patienten nach großen urologischen Tumoreingriffen. Wir nutzen dabei die Wirkungen auf die Optimierung der Zellfunktion, der Wundheilung aus, die Durchblutungsverbesserung, den Lymphabstrom, das vegetative Nervensystem, sodass wir hier ein wesentliches Element in unserem ganzheitlichen Therapieansatz in der Annulationstherapie sehen. Die Patienten empfinden die Annulationstherapie als eine Bereicherung des gesamten Therapieansatzes. Vor allem rechnen sie bei einem Urologen nicht damit, dass er einen ganzheitlichen Behandlungsansatz gewählt hat. Die Erfahrungen sind sehr gut, wobei es natürlich schwer ist, in einem multimodalen Behandlungskonzept Einzelkomponenten von der Wertigkeit herauszunehmen. Aber die Ergebnisse sind so, dass wir sagen, wir wollen auf diese Therapieform nicht mehr verzichten. Die Annulationstherapie bereichert unseren integrativen, komplementären Therapieansatz von frisch operierten Tumorpatienten zur Optimierung der Wundheilung, zur Optimierung der Durchblutung, des Lymphabstromes, des vegetativen Nervensystems, wenn Sie so wollen, des gesamten Stoffwechsels als einem ursachenbezogenen, kausalen Ansatz zur Therapie dieser schwerkranken Menschen.